Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch wieder mal ein One-Pot-Gericht vorstellen. Mein putengeschnetzeltes Überbacken mit drei Käsesorten. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Für das Putengeschnetzelte mit drei Käsesorten brauchen wir 500 Gramm Putenbrust, die ich mir hier in mundgerechte kleine Würfel geschnitten habe. Dann brauchen wir eine Knoblauchzehe, die noch dazu kommt. Außerdem brauchen wir Penne oder andere kurze Nudeln, die man dazu gut verwenden kann. Außerdem benötigen wir 400 ml Sahne, 600 ml Hühnerbrühe und drei Käsesorten. Brauchen wir ja drei Käse. Hier habe ich 100 Gramm Ziegenkäse, 100 Gramm Mozzarella und 100 Gramm geriebenen Parmesan. Ja, außerdem zum Würzen hinterher noch ein bisschen Pfeffer. Salz brauchen wir ziemlich sicher nicht mehr. Die Hühnerbrühe ist schon salzig und die Käse natürlich auch hier. Nach Geschmack mag dann jeder selber entscheiden. Also ich werde wahrscheinlich kein Salz mehr dazugeben. Und wir brauchen außerdem so ein bisschen Sesamöl, um die Pute gleich anzubraten. Und dann kommt das Ganze in den Ofen und wird überbacken. Ihr seht, die Nudeln haben jetzt hier die Flüssigkeit schon ganz gut aufgenommen. Ich habe zwischendurch auch probiert, sie sind al dente. Das ist genau richtig. Wenn es bei euch noch nicht so weit ist, nach 15 Minuten sollte eigentlich reichen. Da haben wir immer ein bisschen länger. Ist kein Gericht, was auf die Sekunde genau geplant werden muss. Dann können wir auch die Platte ausschalten, denn jetzt werden wir nur noch den Käse mischen. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Zunächst also der Mozzarella. Dann kommt der Ziegenkäse. Und vom Parmesan nehmen wir jetzt nur rund die Hälfte, also nicht den gesamten Parmesan, denn die andere Hälfte brauchen wir dann noch zum Bestreuen. Die Hälfte reicht. Und jetzt vermischen wir alles, bis der Käse sich aufgelöst hat.
würze ich noch mit Pfeffer, reichlich Pfeffer, das Rezept verträgt ordentlich Pfeffer. Salzen hatte ich schon gesagt, werde ich nicht mehr, wegen Hühnerbrühe und Käse, das reicht. So, nochmal untere. Schöne cremige Konsistenz, schon fast Mac and Cheese ein bisschen. Und jetzt können wir den restlichen Parmesan drüber geben. Rezept. Ich mache ganz gerne immer noch so ein bisschen Panko drüber, also das japanische Paniermehl, was ein bisschen grober ist, was eine etwas andere Konsistenz hat als das Paniermehl, was wir so in Deutschland üblicherweise benutzen, damit die Oberfläche nochmal so ein bisschen crunchy wird, schreibe ich aber auch noch ins Rezept. Wenn ihr keinen Panko habt oder bekommt, könnt ihr natürlich auch ganz normales Paniermehl nehmen oder ihr macht euch Paniermehl selber aus Toastbrot, ein bisschen grober, hat man quasi dasselbe Ergebnis. Also nicht zu viel, denn ich will keine geschlossene Käse- und Panko-Decke haben hier. Das reicht dann auch. So. So, ich kann jetzt bei mir die Pfanne gleich so in den Ofen stellen. Deswegen bei mir auf ein One-Pot-Gericht, denn ich habe diese praktischen Wollpfannen, wo man den Griff abnehmen kann. Und die sind natürlich hitzebeständig jetzt hier. Deswegen muss ich jetzt nicht umfüllen. Wer eine solche Pfanne nicht hat, der füllt jetzt einfach um in eine Auflaufform und gibt das Ganze jetzt in den Backofen. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann je nach Bräunungsgrad, na, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem wie euer Herz so drauf ist, immer wieder mal reingucken, ist dann das Putengeschnetzelte mit drei Käsesorten fertig. Ja, 20 Minuten hat es bei mir dann doch knapp gedauert. Mir reicht das jetzt so. Brauner möchte ich es nicht haben. Wer es noch brauner haben möchte, lässt es natürlich einfach länger drin. Also es sieht schon sehr lecker aus und riecht auch sehr lecker. Ihr seht hier oben, die Nudeln sind so ein bisschen kross geworden. Auch hier Panko und Parmesan haben sich wundervoll verbunden. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es denn geworden ist. Ja, und obwohl es hier oben eine schöne, krosse Schicht hat, seht ihr, sind die Nudeln innen doch lecker creamy. Flüssigkeit war dann doch genau richtig. Ich schreibe es nochmal ins Rezept. Ich hatte nochmal 100 Milliliter Sahne dazugegeben, habe ich aber im Rezept auch schon korrigiert. Ja, und das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Hervorragend. Ja, das ist also mein Putengeschnetzeltes hier mit drei Käsesorten. Wirklich ein schnelles Rezept, dass man ruckzuck machen kann. Kein großer Aufwand, relativ wenig Zutaten und super lecker. Also hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.